Hallo, Adrian Kostsch hier, GBS Global Business Solutions. Ich bin heute mit dem Rad unterwegs. Heute ist Dienstag und morgen bin ich auf dem Weg ins Büro, denn ich darf heute eine HANA-Grundlagenschulung halten. Die Autobahnauffahrt sind noch ein paar Kilometer, das heißt, ich habe noch ein bisschen Zeit, bevor ich auf der Autobahn bin und dann nicht mehr frei sprechen kann. Der Weg ist im Moment frei, das heißt, alle Chancen stehen gut, dass ich etwas erzählen kann. Was ich machen wollte, ist nicht die HANA-Schulung, die ich gleich heute halten werde, sondern einen durchaus interessanten, herausfordernden Fall, Kundenfall, den wir letzte Woche hatten. Und zwar ist ein Kunde auf uns zugekommen, bei dem wir schon aktiv sind und ein Projekt gestartet haben und auf dem Weg sich befindet zu einer SAP-Implementierung. Der Kunde hat uns gesagt, dieses S/4HANA Enterprise Management, das haben wir jetzt nämlich im Fokus gehabt, möchten uns das aber ansehen. Wir geben Ihnen die Chance, das zu präsentieren. Wichtig für uns, Sie bekommen von uns 3 Stunden Zeit, von denen 2 Stunden eine reine Präsentation sein müssen. Wir möchten keine Folien sehen. Wir möchten keine PowerPoint-Schlacht haben. Was wir sehen möchten, ein System, das live funktioniert, wo Buchungen durchgeführt werden können, was einfach geht. Und dann bekommen Sie noch 1 Stunde Zeit, um für unsere Fragen zu antworten. Eine wahnsinnige Herausforderung, denn innerhalb von 2 Stunden ein so komplexes System zeigen zu können mit all seinen Vorzügen, ist Wahnsinn. Im Sinne von, in so einer kurzen Zeit den kompletten Überblick zu verschaffen, was ist denn jetzt so super, was ist denn so gut, was funktioniert nicht. Nichtsdestotrotz, wir haben ein Drehbuch bekommen, in dem der Kunde gesagt hat, in diesen 2 Stunden möchten wir den Vertrieb sehen, Vertriebsprozesse sehen, wir möchten den Einkauf sehen, die Einkaufsprozesse sehen, wir möchten ein Material Beschaffungs sehen, wir möchten einen MRP-Lauf sehen und wir möchten etwas aus dem FICO, Finanzen und Controlling, sehen. Ja, machen wir. Haben wir uns darauf eingelassen, haben eine Demo vorbereitet und am Ende des Tages, lange Rede, kurzer Sinn, der Kunde war begeistert. Wir haben in diesen 2 Stunden nur eine komplette Systemdemo leisten können auf einem S/4HANA Enterprise Management System auf Fiori Oberfläche, Fiori Landschaft. Wir haben komplett in dem neuen UI Look and Feel präsentieren können. Der Kunde am Ende des Tages, die Fragerunde war weniger eine Fragerunde als eine Diskussion, denn sich vorstellen, ursprünglich eingeladen oder Teilnehmer, die an Termin teilnehmen sollten oder wollten, waren 7 Entscheidungsträger. Die gesagt haben, das gucken wir uns an. Wenn uns das gefällt, gehen wir in die nächste Runde, gucken wir uns das ein bisschen globaler an, gucken wir uns das mit den Benutzern an. Am Ende des Tages waren statt 7 Entscheidungsträger 25 Personen anwesend im Raum. Von denen, durchaus interessant, 50% gegen ein S/4 Enterprise Management, 50% für. Die Gegenargumente liefen darauf hinaus, neues System, Stabilität. Wir möchten sicherstellen, dass wir, wenn wir nächstes Jahr live gehen, unser System nicht um die Ohren fliegen. Wir möchten sicherstellen, dass unsere Produktion nicht stillstellt. Wir möchten nicht in eine nagelneue Software investieren, von der wir noch nicht überzeugt sind, von der wir nicht sicher ausgehen können, dass sie funktioniert. Der andere Teil, innovationsgetrieben, absolut heiß auf Innovation, auf neue Technologien. Und was interessanterweise gelungen ist, den skeptischen, den klassischen Teil davon zu überzeugen, dass wir eine Stabilität mittlerweile erreicht haben, die produktiv nächstes Jahr mit Sicherheit funktionieren wird. Ende der Geschichte. Wir sind jetzt gestern dazu eingeladen worden, vor der Geschäftsführung einen ähnlichen Demo zu zeigen. Jetzt haben wir nur noch 1 Stunde bekommen. Und so wie es aussieht, ist das so positiv angekommen. Das System, die Funktionsfähigkeit, die Prozesse, die wir zeigen konnten, dass der Kunde gesagt hat, ja, eine ernsthafte Alternative, die gucken wir uns jetzt an und die Entscheidungsträger, die jetzt in der 1 Stunde, die wir Zeit haben, sich das System angucken, sagen dann, wir nehmen es oder wir nehmen es nicht. Ich bin jetzt fast soweit, bin fast auf der Autobahn, deswegen muss ich jetzt gerade Schluss machen, aber auf der Autobahn muss ich mich natürlich konzentrieren, da kann ich nicht frei sprechen. Also, bis zum nächsten Mal, tschüss und auf Wiedersehen.